Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Mage. Wir gehen auf den Server drauf und ich sage erstmal schönen Samstag heute Morgen. Ich nehme auch tatsächlich instant heute Morgen auf. Ich habe hier noch ganz frisch meine Latte Macchiato habe ich hier noch gemacht und mein O-Saft, den leckeren, ist alles mit dabei. Nur mein Frühstück, das habe ich nicht mit dabei, weil ich frühstücke morgens immer nicht. Wie ist das mit euch eigentlich so? Frühstückt ihr morgens tatsächlich, wenn ihr das Haus verlasst oder aufgestanden seid oder? Ist halt immer so die Frage. Also wie gesagt, ich selber frühstücke morgens gar nicht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist. Tatsächlich. Oder da scheiden sich ja auch immer die Geister. Tatsächlich. Der eine sagt, oh, frühstücken ist nichts für mich. Der andere sagt, ja, nö, komm. Ist wurscht. Ja, ist halt die Frage. Pflanze ich hier nochmal was an? Nee, ich pflanze hier nichts mehr an. Ich mache die Felder kaputt. Kaputt. So, dann habt ihr gesagt, dass ich hier die Felder oder die Seeds über Kreuz anpflanzen soll. Das ist Quark tatsächlich. Das macht überhaupt nichts, denn der hier war nicht, ne? Denn es bringt überhaupt nichts, hier über Kreuz zu pflanzen, denn die Seeds wachsen egal wie. Hauptsache, du bist eben halt einer daneben und hast dieses komische Gerüst aufgebaut. Das ist die Voraussetzung dafür, dass du Seeds vermehrst. Das, was Spark erzählt hat, klar, klingt irgendwo logisch, natürlich, aber wir reden von Minecraft. Hallo, wir reden von Minecraft. Da ist halt die Sache, man könnte es vielleicht tatsächlich programmieren. Es ist ja immerhin noch Java. Aber nein. Wir reden von Minecraft. Tatsächlich. Wir reden von Minecraft. Nee. Also das haut nicht hin. So, was ich noch brauche ist, guck mal, da haben wir zum Beispiel schon mal Seeds, wo ich jetzt einen hatte mit 111. Das heißt, haben wir jetzt schon 122. Das ist zum Beispiel schon mal was Schönes. Jetzt wird schon wieder neblig hier. Das hasse ich so, ne? Es ist so kacke, Alter. Ohne Witz, es wird einfach nebelig. Und dann bist du hier am Gange. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel einen 111er Seed. Den nehme ich jetzt weg. Und dafür packe ich jetzt den 122er hin. Ne? Siehst du ja, oben links. Das ist schon ganz cool. So, das Einzige, was mich halt so ein bisschen abnervt, ist Daytime. 4 Uhr und, okay. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen abnervt, ist halt, ja, dass hier immer noch keine Lapis-Seeds gekommen sind, weil daraus wird ja Lapis-Lazuli nachher am Ende. Und das ist halt schon etwas doof. Ja, finde ich. So, so sagen. So, dann können wir den 111er auch langsam wegpacken. Ne, das ist schon voll okay. Hier mal wieder normal. Guten Tag. So. Genau, das heißt, dann würde ich, glaube ich, jetzt sagen, ich mache das hier mal weg, würde aber, glaube ich, mir ein extra Feld anbauen, wo ich dann nur Kürbisse und, wobei, haben wir hier Melonen? Eine Melone haben wir noch gar nicht, ne? Oder? Das sind Potatoes. Ne, pass auf, dann würde ich das, glaube ich, machen. Dann würde ich mir wirklich irgendeine Ecke aussuchen, wo man Kürbisse machen. Beziehungsweise nicht Kürbis, sondern tatsächlich. Wobei, ich muss die ja sowieso abbauen, ne? Scheiße. Ich weiß es ja nicht. Spawnen da Mobs drauf? Ich weiß es echt nicht. Das ist so komisch. So, warte mal, dann haben wir Bedrock, dann haben wir Pumpkins und einmal unidentifizierte Melone. Das würde ich gerne machen, da würde ich gerne Melone züchten, dass man die halt auch mal hat, ne? Weil es gibt auch den einen oder anderen, der isst ja gerne Melone. Melone ist ja wirklich lecker. Ja, muss man so sagen, Melone ist lecker. In der Tat. So. Dann buddeln wir das mal auf. Und machen daraus jetzt mal am Ende eine hoffentlich relativ produktive
Eisenfarm. Denn das ist das, was ich ja machen möchte. Ne? Ich möchte ja die Metalle erweitern und möchte ja nun, dass dort, dass wir irgendwann mal Diamanten haben. Womit ich dann auf die nächste Frage komme. In den Kommentaren habt ihr ja gefragt, ob man daraus auch mehrere oder verschiedene Sachen machen kann. Ja, kann man. Man kann es bis zum Dia hochzüchten. Tatsächlich. Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Das ist keine Frage. Deswegen mache ich das ja auch. Damit wir... Sandstein, okay, alles klar. Damit wir eben halt hier weiterkommen mit den Erzen halt, ne? Also ich habe hier, du kannst hier Ferrano machen, das ist ja das, was wir haben, ne? Das Eisen. Dann kannst du hier Lapenda machen, das ist Lapis. Wo ist er gewachsen? Das ist hier Lapis. Dann haben wir hier Redstone, können wir machen. Wir können Burning machen tatsächlich, also Blaze Rods und sowas alles. Wir können Gold und Dia machen. Das können wir hier alles quasi herstellen und später automatisieren. Das ist schon mal ganz cool. Nur, es muss auch vorwärts gehen. Also das ist halt das große Problem. Es geht, ich habe das Gefühl, es geht irgendwo nicht vorwärts. Ne? Das ist halt ja das Problem, was ich echt habe. Mit diesem komischen Spiel hier. Muss man ja mal so sagen. Also das gefällt mir nicht so ganz. Man hätte das ja vielleicht auch hochmodden können und sagen können, ja, pass auf, für unser kleines süßes Projekt könnte man ja auch sagen, wir machen nicht 25% Wachstum, sondern vielleicht mal 50% oder sowas. Das wäre, glaube ich, nicht ganz uncool. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Weil diese 25% ist ja ganz gut und schön, dass es dann eben etwas schwieriger wird. Natürlich. Aber, ganz ehrlich, meine Meinung ist scheiße. Das ist wirklich so. Finde ich nicht toll. Finde ich echt nicht toll. So, du kannst weg. Dann können wir hier wieder zumachen. So, dann habt ihr noch gefragt, habe ich auch noch so im Hinterkopf... Ob das funktioniert mit dem Wasser von unterwärts? Ja, aber auch nur hier in der Mod. Also nicht nur in dieser Mod, sondern generell in Modpacks. Wo halt Botania, hätte ich beinahe gesagt, hier diese Cropsticks mit dabei sind. Das ist das Einzige, wo es wirklich funktioniert. Wenn du das in normal Vanilla Minecraft machst, haut es nicht hin. Logisch. Logisch, logisch. Machen wir uns nichts vor, da geht's nicht. Das ist einfach so. Aber hier so im Modpacks, da kann man das Wasser unterwärts machen, weil die wirklich mit einem Minimum vom an Wasser leben. Das finde ich halt das Geniale dabei. Allerdings, wenn du das Feld leer lässt, ja, dann verliert es natürlich auch an Konsistenz. Du musst es also schon bepflanzen und natürlich hier mit diesen Cropsticks. Ne? Also das muss schon sein. Ohne dem geht es nicht. Oh, es wird dunkel. Sehr schön. Da können wir eine Runde pofen. Dann haben wir das auch schon durch. Kaffee rühren. Dann gibt es nämlich gleich einen guten Morgen Kaffee. Guten Morgen. Prost. Es geht ja nichts über eine selbstgemachte Latte Macchiato. Selbstgemachte Latte Macchiato. Seid ihr Kaffeetrinker? Mögt ihr Kaffee? Muss ich ja mal so fragen. Mögt ihr Kaffee? Also da bin ich jetzt echt neugierig. Weil es gibt ja Leute, die sagen, Kaffee. Ne? So. Gibt's alles. Gibt auch Leute, die sagen, oh, Kaffee beste. Das geilste, was gibt. Schon wieder ist ein Seed verschwunden. Hallo. Das kann doch nicht wahr sein. Warum verschwinden hier andauernd Seeds? Kann mir das mal einer verraten? Warum? Und dann kommt hier so ein komischer Seed raus. Was soll denn das? Das verstehe ich nicht. Nee. Muss ich ja mal so sagen. Und schon wieder? Ich habe den geerntet und der ist weg. Richtig gut. Also dieses Modpack frisst irgendwie ganz komisch Materialien. Das muss ich ja mal so sagen. So, was auch so ein Irrtum ist, damit die Seeds sich auch vernünftig vermehren,
Müssen die unbedingt ausgewachsen sein? Nein, müssen sie nicht. Weil die Seeds vermehren sich am idealsten, wenn die gerade im Wachstum sind. Die Wirte. Ne? Das ist halt das Geniale. Wenn die Wirte im Wachstum sind, dann vermehren die sich wirklich am besten. Das ist das, was ich rausgefunden habe. Es mag sein, dass es in anderen Modpacks anders ist. Möchte ich nicht abstreiten, weil die Modpacks sind ja alle unterschiedlich. Ne? Deswegen, also es kann sehr gut sein, dass dem so ist. Die Sache ist, dass es in diesem hier, in unserem, nicht so ist. Ist. Oh, scheiße. Jetzt bin ich nicht runter. Ich brauche doch dich. So, nee, deswegen, also von daher, das ist das, was ich festgestellt habe. Dass man nicht unbedingt immer auf die guten, alten, bewährten Sachen geht, die man schon von 20, 30 Jahren kennt, sozusagen, sondern sich wirklich auf das beschränkt oder damit mal begnügt. Stone? Cobblestone? Achso, Cobblestone, okay, auch nicht schlecht. Clay, okay, das heißt, ich muss jetzt erstmal zusehen, dass wir Gravel bekommen. Wie bekommen wir am idealsten Gravel? Ohne jetzt jedes Mal stundenlang runtergehen zu müssen. Achso, da ist noch Holz drin. Ohne jetzt jedes Mal stundenlang runtergehen zu müssen. Und suchen. Das ist halt jetzt das große Problem, was ich immer habe. Man muss ja immer suchen, damit man irgendetwas findet. Oh, hier rennt einer rum. Damit man irgendetwas findet, was annähernd so aussieht wie das, was man braucht. Ist so. Das ist einfach so. So, pass mal auf. Jetzt ist halt die große Frage, ne? Ja, achso, ja, wir haben hier ein Knochengerüst gehabt. Jetzt läuft mir die Nase. Und zwar sind hier noch die letzten paar Reste drin. Das Gerüst wurde schon abgebaut. Da oben sind auch noch ein paar. Also, weil ich ja dann eine mal Knochen gesucht habe. Ja, sind da. Das Problem ist halt immer nur, ich vergesse das immer. Ich denke da immer nicht dran, dass da sowas ist. So, jetzt ist die große Frage, hat hier noch irgendjemand zufälligerweise auf seinen Streifzügen mal so ein bisschen Gravel mitgebracht und vielleicht auch hier irgendwo hinterlegt? Das wäre ganz toll. Nee, pass auf, dann machen wir das nächste Mal. Gehen wir morgen in der morgigen Folge, gehen wir dann mal runter und suchen ein bisschen Gravel. Oder wir machen das, nee, im Stream möchte ich gerne das Haus weiterbauen. Sonntagabend, morgen Abend ist ja wieder Stream, auch wenn Mutti-Tag ist. Möchte ich trotzdem streamen. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Weil Stream ist so im Moment das Geilste, was man so machen kann, muss ich sagen. Fast, aber auch nur fast. Geiler als YouTube-Videos. Tatsächlich. So, werden mal wieder heile. Was haben wir hier drauf? Haben wir hier noch ein Modifier schon drauf? Drei Modifiers. Man könnte ja die Lumber-Ex auch noch mitmachen, ne? Sigtech Manillion. Und da haben wir aber zurzeit gar nichts. Das heißt, die Hacke müssen wir noch ein bisschen leveln, auf jeden Fall. Okay, das wird noch ein bisschen dauern. Ich gehe mal ganz kurz zu Mats. Mats ist ja wieder da. Das heißt, diese Extrem-Spoilerei, wie ich sie mal betrieben habe, die mache ich jetzt ja gar nicht mehr so. Das heißt, dass der liebe Herr Mats, Dankeschön. Ich leih mir das mal von dir. Kriegst du im Stream wieder, Dankeschön. Der, weil da haben sich ja auch, oh, da haben sich ja auch ein paar Leute, ja, nicht aufgeregt, das nicht, aber so nett drauf hingewiesen, so schön gespoilert und so. Ja, sorry, da habe ich in dem Moment echt nicht drüber nachgedacht. Das war so mein Fehler, ehrlich. Ist so. Ist wirklich so. War mein Ding. Muss ich ganz klar sagen. War nicht gut. Habe ich ihm seine Folge vorweggenommen. Ja, weil der Mats, der hat ja vorproduziert. Der war ja nicht da. Der war außer Haus. Der war auswärts. Und der hat natürlich entsprechend vorproduziert. Er hat es auch angekündigt. Ja, wir haben eine Konferenz, einen Konferenzsaalraum. Oh, scheiße. Wir haben einen Konferenzraum, wo natürlich all sowas besprochen wird. Und da hat er natürlich angekündigt und hat gesagt, ja, pass auf, ich bin nicht da.
ich produziere vor, pass mal bitte auf, gerade du, Poppy, hast das Talent dazu. Und ja, nein, ich habe nicht aufgepasst. Ist so. Aber ist tatsächlich so. Ich glaube nicht, dass es jetzt großherrlich wild gewesen ist. Wobei es gibt, habe ich festgestellt, es gibt tatsächlich nette Springer, die ganzen Videos tatsächlich suchten. Muss ich ja wirklich sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht, in der Tat, dass da wirklich Leute, seid gegrüßt, schönen guten Tag, zwischen den ganzen Aufnehmern, heißt das so? Zwischen den Teilnehmern hin und her springen, muss ich ja echt sagen. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also das hat mich wirklich überrascht. So, was habe ich jetzt falsch gemacht? Leute, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe jetzt was falsch gemacht. Und zwar, plopp. Wir schmeißen das nochmal weg. Ich möchte ja, dass hier Lapis wächst und nicht Eisen. Nur mal so nebenbei, ne? Das ist das, was ich möchte. Das heißt, ich müsste da anstatt Eisen Lapis hinsetzen. Dankeschön. Da? Ja. Ist ja gut. Da sagt er einfach, verreck mal, ne? Ohne Witz. So, das haben wir. Und das gleiche müssen wir hier auch noch machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich gehe schon mal runter, dass ich eben die Zeit einhalte. Das ist mir ultra wichtig diese Woche. Ultra wichtig. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Über das Thema Kaffee reden wir morgen nochmal wieder. Da geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Samstag. Genießt die Bundesliga nachher noch. Die Formel 1, da ist können wir uns Montag in der Formel 1 drüber unterhalten. Auf jeden Fall Fußball, ich bin echt gespannt. Wer heute Nachmittag sicher absteigt, da bin ich echt drüber gespannt. Könnt ihr mal drüber philosophieren, was ihr davon haltet. Danke fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüssi!